Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 mit O'Hare und mir, dem Mr. Merp. Wir machen jetzt Köln platt, ne? Also ich. Ich werde dir dabei helfen, ich werde nicht nur zuschauen. Mal gucken. Ich mache erstmal Runde enden, ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich sehe schon, du kommst ja mit einer Quadrirema an, ja. Ich blockiere da bloß gerade noch einen Weg mit meinem Legionär da. Ich habe ja nicht nur eine Quadrirema, also ich habe ja auch meine Elite-Schwertkämpfer, du siehst auch meine Pikeniere hier südlich davon. Ja, bloß pass auf, dass du halt da nicht die Stadt aus Versehen einnimmst. Das schaffe ich nicht, aber ich greife sie jetzt mal an. Weil dadurch bekommen die nochmal ein bisschen Erfahrung. Und haben dadurch jetzt wahrscheinlich... Ja, sie haben dadurch jetzt ein Level-Up. Ach, warte mal. Ach, das ist dein Schiff. Ups, hätte ich fast angegriffen. Ja. Na gut, da hättest du ja mir erstmal einen Krieg erklären müssen. Ja, da kam gerade eben die Meldung. Wollen sie O'Hare den Krieg erklären? Nein, wollte ich eigentlich nicht. Das steht nicht auf der Agenda. So, dann... Ach komm, den reiten wir einfach nieder. Ach, kann ich gar nicht. Ja, dann erschießen wir ihn einfach. Piu! So. Da, so. Ihr geht hier vor. Ihr da. Ach, und jetzt das hier ist der... Was kann ich mit dem machen? Gewährt ein Spielzeug, ein exklusives hergestelltes Luxusgut, das 4 Annehmlichkeiten bietet. Muss sich auf einem fest fertiggestellten Handelszentrum befinden. Ah, da kann ich hier... Ja. Das ist krass. Diese Stadt hat jetzt... Okay, das gilt wohl erst in der nächsten Runde. Diese Stadt müsste jetzt 4 permanente Annehmlichkeiten haben. Alles ordentlich. Das wäre natürlich schon geil jetzt hier für Charleston. Oh, jetzt blockiert der Japaner wieder mit seinem blöden... Ach, komm. Naja, wie auch immer. Ich mache jetzt einmal noch mit dem Katapult nach Köln rein. Einmal mit dem Armbrustschützen nochmal rein. Und so, bleiben da stehen. Jetzt kommen meine Legionäre. Ah, ich sehe es. Und jetzt die... die anderen... Ja, doch. Hauen wir auch nochmal rauf. Obwohl das jetzt über dem Fluss ist, natürlich nicht so geil. Ja, ich glaube, in der nächsten Runde fällt dann Köln. Ja, jetzt haust du auch noch mal rein. Hättest du gar noch warten müssen. Ja. Hätte ich, glaube ich, Köln jetzt schon einnehmen können. Hättest du gewartet, dann, warte mal, bevor du es eroberst, wir können doch mal richtig schön Erfahrung scheffeln. Wenn wir einfach beide, noch mal schießen. Also, ich werde nur schießen. Ja, das muss ich in der nächsten Runde machen. Mit denen hier komme ich dann nirgendwo mehr hin, die schicke ich dann schon mal zurück. Also bevor du dann einfach mit einer Truppe reingehst, lässt du mich einfach mit allem nochmal, was ich da habe, schießen. Mhm. Dann ist der Merp glücklich. Nehme ich auch hier die Fortbewegung. Okay, jetzt. Da dahin. Am Ende habe ich jetzt hier nur Schiss gehabt von dem. Von dem Speer, der schon längst wieder weg ist. Ach, was habe ich denn da für ein Weltwunder? Was ist denn das hier? Wie heißt das? Portala-Palast. Was macht denn der? Portala. Der bietet mir plus 2 Kultur und plus 3 Glaube. Cool. Nimmt man mal so mit, ne? Definitiv. Ach, was ist denn jetzt noch? Ja, ich kann den Legionär nicht bewegen. Der Japaner ist im Weg. Ätzend. Also ich möchte definitiv hier hören. Ich habe nämlich nochmal die Chance, Diamanten zu bekommen.
Hat er auch eine Einheit von mir vernichtet. Ich muss demnächst auch echt mal Handelszentren bauen. So, dann schieße ich mit dem Katapult nochmal. Ja, Moment, ich komme rüber, ich komme rüber. Der Weg ist ein bisschen weit für mich. Dann der Armbrustschütze. Ach so, jetzt weiß ich, was du meintest. Ja, das nützt dem Armbrustschützen gar nichts, weil den müsste ich erstmal befördern. Genau. Da aber kann er aber auch nicht schießen. Na gut, dann hau rein. Also mit mach dem, was du hast. Mach ich grad. So. Das war's schon. Ach so, na gut, dann nehme ich jetzt Köln ein. Tja, das war's auch mit dem Deutschen, glaube ich, ne? Das müsste der Deutsche gewesen sein, wenn er nicht noch heimlich eine Stadt irgendwo gegründet hat. Ne, er ist da oben verschwunden, er ist weg. Ja. Der ist von uns gegangen. Der alte Hund. Stadt behalten. Was machen wir hier bei dir? So, erstmal alles hier rüber schicken. Ich lass mal jetzt einen Speer von mir da oben bei dir rumlaufen, damit ich da mal auch mal sehe, was du da oben so hast. Ja, ja, mach nur. Ein Leuchtturm. So, Köln repariert erstmal das Monument. Alles andere. Ah, ich sehe schon, du hast auch schon recht weitläufig Grenzen. Wo bist du denn gerade? Ach, du bist jetzt bestimmt zwischen Köln und der anderen Stadt da, vermutlich mal. Nee, mit meinem Schiff bin ich schon deutlich weiter nach Westen gesegelt. Ach so. Also ich sehe schon, deine Ausdehnung ist auch schon recht eindrucksvoll. So, Washington. Jetzt müssen wir echt mal ein Handelszentrum bauen. Da haben wir zweimal Flussangrenzung. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal gucken. Handelszentrum. Plus zwei für jeden Fluss, für jeden Hafen, für Gold durch jeden zweiten Bezirk. Wo könnte ich den Hafen bauen? An und für sich wäre es ja ideal, wenn ich das hier machen würde, weil dann könnte hier noch der Hafen später hin. Dann würde ich hier halt, ich würde halt ordentlich Nahrung verlieren durch die Aktion, was blöd wäre. Oder ich... Scheiße, oder ich verzichte einfach darauf, dass es denn... Ich brauche jetzt das Handelszentrum, führt keinen Weg dran vorbei. Also kommt's dahin. So, Aachen. Mach mal den Wasserspeicher wieder ganz. Den... Nicht Wasserspeicher, das andere Ding mit Wasser. Das Wasserrad halt, ne? So. Ich muss mal gucken, wo ich eigentlich gerade eben stehe. Weltrangliste, Herrschaft, da führe ich sehr, sehr deutlich. Kultur bin ich ein Banause, Wissenschaft bin ich sogar Dritter. Da führst du aber, du bist technologisch am weitesten entwickelt. Echt? Bin ich das mittlerweile? Ja. Yep. Und jetzt mache ich meine erste Handelsroute zu dir nach Köln. Sehr gut, sehr gut. So. Du, in Rom. Na, eigentlich Einheiten. Warum kann ich keine Ritter bauen? Dafür brauche ich Eisen. Die brauchen zweimal Eisen. Ja, ich sehe es. Und ich habe gar kein Eisen. Nee. Aber ich brauche mal einen Händler, denn durch die ganze Köln-Aktion habe ich Händler bekommen. So, dann repariere den Kornspeicher. Ich habe auch noch einen Arbeitsdruck bekommen. Das ist natürlich nice. Allerdings halt... Jetzt schnappe ich mir mal noch...
auch sinnbefreit, das Teil hier, ey. Unglaublich. Ja. So, New York. Chichen Itza. Naja, ich habe da kein Regenwaldgeländefeld. So ist Chichen Itza schon wieder gar nicht mehr so schick. Da ich jetzt hier die Einheit nicht mehr brauche, ziehe ich die wieder Richtung Chinese. Nicht, dass der auf die dödelhafte Idee kommt, mich jetzt anzugreifen. Beweg du dich mal dahin. Katapult. Ach, das können wir erstmal noch befördern. Sehr gut. Du regenerierst. Da ist der blöde Barbarenspeer. Der hat sich tatsächlich keine einzige Ecke wegbewegt. Huch. Okay, was ist jetzt hier noch? Achso, Friedrich war aber auch etwas besiegt. Warte mal, kann ich mit dir eigentlich irgendwas aushandeln? Ich kann nur Vereinbarungen ansehen. Wir haben offene Grenzen, aber ich kann mit meinem Schiff nicht in dein Gebiet rein. Das ist doch Quatsch. Bist du dir sicher, dass wir offene Grenzen haben? Ah, ne, warte mal. Ne, haben wir nämlich nicht. Ich hab's dir mal gerade eben unterbreitet. Okay, warte. Hab ich nicht Hä? Sicher? Ja. Seh's aber nicht. Ah ne, jetzt ist es plötzlich wieder da. Du hast es anscheinend automatisch angenommen. Es hat sich auch gerade was überschnitten, das kann sein. Was hast du denn, was wir mal... Du hast nichts, was wir handeln können. Ja. Wir sind relativ ähnlich. Na gut, dann... Ja. Oh, der hat jetzt tatsächlich hier eine Stadt gegründet, der Japaner. Direkt vor meiner Stadt New York. Ja, das ist natürlich blöd. Ich will jetzt erstmal warten, bis meine Truppen alle da sind. Und dann werde ich ihm sowas von den Krieg erklären. Ich erkläre ihm mal, wie man Krieg führt. Das wird sehr unangenehm für ihn. Dass für die Macht des jetzt mal hier... New York nach Trier. Nee, es bringt mir einfach mehr, wenn es schnell aufgebaut ist. Köln, Wassermühle als nächstes. So, der Katapult bleibt dort erstmal stehen. Alter Markt, ja. Aachen baut jetzt. Du repariert das Lager. Das ist auch kein Fehler, wenn wir das hier haben. Auch wenn es. So, jetzt habe ich endlich in einer Runde die. Beschissene Stadt, die ich schon seit Ewigkeiten haben wollte. Du warst schon wieder bei mir, oder was? Ja. Und ich habe jetzt eine neue Regierung verfügbar. Monarchie ist jetzt nicht wirklich Amerika, ne? Nee, nicht so richtig. Also, eigentlich gar nicht. Ich glaube, das ist dann eher Handelsrepublik, ne? Das habe ich eigentlich. Ich habe, glaube ich, gepennt. Ich hätte das schon wechseln können. Ich glaube, ja. Ich glaube, das hätte ich schon wechseln können. Jetzt muss ich da noch zwei Runden warten, bis die nächste Politik fertig geforscht ist. Ach nee, warte mal. Okay, das ist weird. Ich habe tatsächlich jetzt einfach dieses Spielzeug, was ich jetzt habe, das ist jetzt nicht in der Stadt, sondern das ist einfach eine weitere Annehmlichkeit habe ich dadurch jetzt halt einfach bekommen, also einfach pauschal. Okay. Das heißt, 4 Städte bekommen halt Annehmlichkeiten. Oh, ich habe nochmal einen Handwerker gekriegt, das ist natürlich nett. Vor allem, weil mir das hier gerade eben ein paar Geldprobleme lösen könnte. Aber ich mache eigentlich schon wieder ganz, ganz ordentlich Kohle. Ich habe Puteoli gefunden, damit du mal weißt, wo ich mit meinem Schiff gerade bin. Das ist meine Stadt im Süden, ja. Ist das deine südlichste?
Im Grunde ja, ja doch, das ist die südlichste. Die andere ist, also wenn du jetzt weiter nach Westen fährst, findest du nur den Chinesen und der hat sehr viele Einheiten. Okay, wenn also du, wenn du von, mit deinem Schiff von dort, wo du gerade bist, direkt nach Süden fährst, zwei Felder oder drei Felder findest du Rio de Janeiro. Ah, da fahre ich hin, dann kenne ich den auch mal. Oh, und ich glaube, der Chinese und der Brasilianer, die führen Krieg. Jetzt hier, was gerade denn jetzt für eine Musik? Jetzt habe ich ein Handwerk und ich. Ach, ich habe den großen Leuchtturm beendet. Ja, endlich. Endlich, endlich, endlich. Das gefällt mir natürlich. So. Nee, da will ich jetzt nicht bauen. So, du gehst dahin. Hältst mal da die Stellung. Den angreifen? Nee, kann ich nicht. Jawoll. Universität. Nee, Werkstatt hier. Zwei Felder südlich. Tatsache. Hab ihn gefunden. Krass. Ist ja wirklich so eine Art. Breiter Fluss hier, wie so eine Donau zwischen dir und ihm, oder was? Naja, ja, so kann man es natürlich auch nennen, ja. Ich schicke ihm jetzt mal keine Delegation, aber ich guck mal, was er so hat, ob man irgendetwas Sinnvolles handeln kann. Er hat, warte mal, kann ich dir das verkaufen? Boah, der gibt mir einen Arsch voll Geld für Jade! Das mache ich sofort! Hey, du bist ein knorke Kerl, mein Freund. Nimmst auch Tee? Nee, Tee nimmt er nicht. Tee nimmt er nicht. Willst du Kakao haben? Ich geb dir Kakao. Nee, macht er auch nicht. Mörb verkauft seine Seele. Alles muss raus. Boah, der Japaner hasst mich voll. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich werde ihm bald einen Grund dafür geben. So, du bleibst da stehen. Boah, krass, ich habe in New York 6 Wohnraum für 8 Bevölkerung. Okay. Also man kann tatsächlich drüber hinaus. Ja, aber ich glaube, da machst du mega, kriegst du mega Malus, glaube ich. Naja, da kriegt man Mali, das stimmt. Ja, bewegt ihr euch jetzt endlich mal, ihr komischen Pappnasen? Nächste Runde. Yo. I'm on it, I'm on it. Ah, das eine T-Feld hast du dir gesichert noch. Ja. Das wollte ich mir nämlich auch noch ninjan. Um es dir teuer zu verkaufen. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Doch, doch, ich kann Tee natürlich handeln. Nee, also ja, handeln, die Ressource, ja. Das fällt nicht. Ne? Nee, das fällt nicht, aber ja. Also ich glaube, der Brasilianer, ich sehe es ja hier, und der Chinese, die hauen sich gerade ordentlich aufs Maul. So, ich wechsle jetzt auch zur Handelsrepublik. Kann ich noch nicht. Das war bloß mein Gedanke, dass ich das am besten tun sollte. So, jetzt muss ich mal gucken... Die sitzen ja echt interessant da, diese Typen. So, wo will ich euch haben? Hier ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade. Ah, ich sehe da einige brasilianische Truppen, ja. Ich muss jetzt erstmal
gucken. Oh, den Norweger habe ich jetzt auch gefunden. Ah, nice. Wo bin ich denn am weitesten? Beim großen Wissenschaftler. Wo noch? Oh, ansonsten gar nichts. Dem habe ich gerade eben auch Jade verkauft. Ich verkaufe gerade Jade. Die Beute Jade. Die will kein Schocki. Will er vielleicht Tee? Nee, aber der hat auch fast nix. Okay. Der hat selber fast keine Ressourcen, wie ich gerade festgestellt habe. Ja, ich muss ja gerade noch meine Politik einstellen. So. Ob das. Oh ja, das hat richtig reingehauen. Das hat richtig reingehauen. Jetzt muss ich mal kurz nochmal gucken. Weltrangliste. Wie viel Glauben macht denn der Japaner? Moment. 125. Da habe ich ihn fast eingeholt. Und bei den Forschungslämmchen bin ich jetzt sogar vorne. Okay. Bei Bremen kann ich den Mega-Industriekomplex bauen. Wenn ich hier noch ein Ding hinbaue und da noch eins, dann kann ich hier den Industriekomplex hinbauen. Das ist sehr cool. Universität, Bank oder Stadtmauer? Boah, Berlin ist so armselig aufgebaut, ey, du ahnst es nicht. Weißt du, wozu man später die Armbrustschützen upgraden kann? Ja, die werden Maschinengewehrnester. Können die dann auch noch zwei Felder weit schießen? Oder nein, können die können dann nur noch ein Feld weit schießen. Das ist ja total dämlich. Aber die werden halt stärker, aber kürzere Reichweite. LOL, als ob das verdammte Lissabon nicht schon genügend Minen hätte, hat sich Lissabon jetzt erweitert und auch noch zwei weitere Minen eingesackt. Okay. Ja, Hafen oder heilige Städte? Heilige Städte. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Oh ja, das ist natürlich... Ah, da fehlt mir das Geld! Ah! Ich könnte hier eine heilige Stätte bauen, was einen Bonus von 3 Glauben kriegt, wenn ich das aber da kostet. Ich muss das Geländefeld kaufen und so viel Geld habe ich gerade nicht. Jetzt muss ich hier eine Runde irgendwas anderes bauen und vergesse es dann höchstwahrscheinlich. Dann fang doch bitte schon mal den Hafen an. So, den baust du mir bitte dahin. Das hier brauche ich. Was ist jetzt hier noch? Oh, Japaner, hau doch mal ab mit deinen blöden Aposteln. Du gehst mir auf den Keks. Kann sich nur noch so jetzt hier die Stadt noch gründen und das Salpeter anschließen. Jawohl. Damit. Weil ich nicht genug Geld habe. Okay. Kornspeicher. Bin gleich soweit. Ja, ja. Ich habe auch schon mal länger gebraucht. Oh ne, geh mal nach Aachen, das haut richtig rein. Händler. Und du fest. Habe ich jetzt alle Einheiten? Nein. Fest. Jetzt. So, jetzt muss ich gleich wieder umswitchen, wenn ich das Geländefeld gekauft habe. Was ist denn jetzt noch? Irgendwo steht wahrscheinlich noch eine Einheit rum. Ja, einen Missionar. Ich muss jetzt hier erstmal mein Judentum wieder verbreiten. Oh geil, ich komme eventuell so auf die Insel hier rüber. Oh! Was ist los? Ich habe in Rom einen japanischen Spion getötet. Die haben schon Spione. Ja, ich kann auch schon Spione bauen, aber ich hab's noch nicht getan. Das ist bedenklich. Ja, in der Tat ist das ziemlich bedenklich. Boah, wie viele Boote das. Ach du Scheiße, ich habe hier voll die Hölle an Schiffen. Die Barbaren hier, die haben 4 Schiffe. Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Es ist nicht alles Gold. Ich bin gerade menschlich enttäuscht von den Barbaren. Sie sind gemein. Große Persönlichkeit, großer Wissenschaftler. Was macht der denn?
Wo sehe ich denn das nochmal, was der macht? Ach, hier. Löst das Heureka für Chemie aus und gewährt eine zufällige Technologie des Industriezeitalters. Komm her, das nehmen wir natürlich mit. Oh, fuck, fuck, fuck. So, hier können wir was bauen. Oh, nice. Warte mal, ich bleib tatsächlich erstmal noch ganz kurz hier. Nach der Runde müssen wir auch die Folge beenden. Ja, ich weiß, ich weiß. Na, was soll denn der Quatsch? Wo muss ich... Irgendwo wollte ich noch was machen. Ich glaube hier oben. Also dieser... Der Norweger ist echt, das ist der Hammer. Ich gebe dir meinen Kaffee nicht für 20 Gold und offene Grenzen. Die interessieren mich ein Scheißdreck, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Reformkirche Handelsrepublik. Aber wir könnten mal noch... Ah, und jetzt habe ich eine neue... Ein Gold für jeden Gesandten. Nee, finde ich nicht so gut. Ja, noch eine. Ich könnte gar nicht so 100% produzieren. Schwere Nachlass auf Einheiten. Verbesserungen. Beutegut. Feudalvertrag. Das ist nicht so irgendetwas Wirtschaftliches. Ja, noch. Ja, hier auch. Da. Will Peter? Peter will Pferde gegen Kaffee. Na, nö. So, Moment. Nicht irgendwo wer ist noch. Da mit abmoderieren? Ich glaube ich dann, ne? Ja, du gleich. Aber Sekunde noch ganz kurz, bitte. Ja. Okay, meine Truppen sind jetzt fast schon da. Also nach wie vor große Truppenverlegung nach Osten bei mir, ne? So, die haben mir das jetzt gebaut. Genau, euch wollte ich jetzt da hinstellen. Und was kann ich hier machen? Ich brauche das hier für die Nahrung. In einer Runde wissen wir mehr, dann kommt der da rein. Genau das hier wollte ich noch machen. Der geht jetzt dahin, baut da noch was, dann baut er hier noch die Reisschüssel zusammen und... Okay, ich glaube, ich habe alles getan, was ich tun wollte. Okay, dann lasst uns ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt wie immer eure Hilfe und Tipps in die Kommentare. Der Krieg ist vorbei, zumindest ist der Deutsche, ich sag mal, ganz krass ausgerottet. Mr. Mörb zieht zähnefletschend Richtung Osten. Ich sag jetzt mal was Provokatives, ein deutscher Friede, ne? Wir haben verloren, also die Deutschen haben verloren. Ja. Genau. Ja, und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Aufnahmesession und natürlich zur nächsten Folge von Civilization 6. Macht's gut. Tschüss. Ciao.